Hallo an alle! Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Im Militär gibt es sehr spezielle Fahrzeuge, die Brückenleger genannt werden. Ihre Aufgabe ist es, mit schwerem Gerät die Durchfahrt durch Flüsse, Schluchten und Feuchtgebiete zu ermöglichen. Heute zeigen wir Ihnen die 10 besten militärischen Brückensysteme der Welt. PTA. Die modulare Angriffsbrücke des PTA wird auch als SPRAT bezeichnet. Sie wurde von der Firma CNIM entworfen und hergestellt, um die Anforderungen der französischen Armee zu erfüllen. Der PTA basiert auf einem neuen 10x10 Radfahrzeug mit hoher Mobilität. Es trägt zwei 14,3 Meter lange Brücken der Klasse MLC-70 übereinander. Die kombinierte Länge beträgt 26 Meter und es deckt eine Lücke von 24 Metern ab. Alternativ kann es je nach Hindernisbreite zwei kurze Brücken einzeln starten. Jeder Brückenabschnitt wiegt 7,4 Tonnen. Einmal einzeln gestartet, kann jeder Abschnitt 120 Tonnen tragen. Wenn man es kombiniert, um eine Lücke von 24 Meter zu überbrücken, kann die Brücke 80 Tonnen tragen. Biber. Das Kampfpanzerfahrzeug Biber trägt eine Angriffsbrücke und setzt sie ein, um befreundeten Truppen bei der Überquerung von Bächen, Panzerabwehrgräben und anderen kleinen Hindernissen auf dem Schlachtfeld zu helfen. Dieser Brückenlegepanzer wurde für die Anforderungen der Bundeswehr konzipiert. Der Brückenlegepanzer Biber basiert auf einem modifizierten Kampfpanzerfahrgestell Leopard 1. Er ist anstelle eines Turms mit einer Brückenlegeeinrichtung ausgestattet. Die Brücke ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus zwei 11 Meter langen Sektionen. Sie hat eine Länge von 22 Metern und kann eine Lücke von 20 Metern überbrücken. M3. Die amphibische Plattform M3 wurde in Deutschland entwickelt. Es handelt sich um ein amphibisches Überbrückungs- und Fährsystem, das zum Transport von Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen über Wasserhindernisse verwendet wird. Auf Straßen fährt der M3 auf 4 Rädern. Auf dem Wasser werden die Räder eingezogen und die Amphibie setzt zwei große Aluminiumfässer aus und verwandelt sich in eine Floßfähre. Zwei oder mehr Bohrtürme werden innerhalb von 3 Minuten an die Fähre gekoppelt, die selbst die schwersten Kampfpanzer wie den deutschen Leopard 2A6 und den britischen Challenger 2 aufnehmen kann. Innerhalb von 15 Minuten können insgesamt 8 amphibische Bohrinseln zu einer 100 Meter langen Brücke zusammengekoppelt werden. PFM. PFM ist ein Überbrückungssystem, das eine kontinuierliche und diskontinuierliche Überbrückung nasser Zwischenräume für die Klasse MLC-80 einschließlich Hauptgefechtspanzer, gepanzerte Fahrzeuge oder zivile Fahrzeuge ermöglicht. PFM ist extrem einfach zu bedienen und erfordert für seinen Einsatz keine zusätzliche Ausrüstung wie Boote, Kräne oder Erdbewegungsmaschinen und eine 100 Meter lange Brücke kann in weniger als 30 Minuten gebaut werden. Um den Bedürfnissen der Armee am besten gerecht zu werden, verfügt PFM über 2 Konfigurationen und kann aufgrund seiner modularen, autonomen und motorisierten Abschnitte als Brücke oder Fähre eingerichtet werden. Es handelt sich um ein All-in-One-Produkt ohne Beschränkungen der Brückenlänge. Das PFM war bei der französischen Armee im aktiven Dienst.
MTU-90. Der Brückenlegepanzer MTU-90 wurde entwickelt, um Brücken für Panzer und andere Kampffahrzeuge unter Kampfbedingungen über Gräben und Wasserhindernisse hinweg abzuschießen. Die MTU-90 basiert auf einem modifizierten Fahrgestell des Kampfpanzers T-90. Dieser Kampfpanzer ist bei Russland im Einsatz. Dieser Brückenträger ist mit einer dreiteiligen Brücke der Belastungsklasse MLC-50 ausgestattet, die über die Vorderseite des Fahrgestells abgeschossen wird. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 25 Metern und deckt eine Lücke von 23 Metern ab. Die Brücke kann Lasten von bis zu 50 Tonnen tragen. Mit der MTU-90 kann eine Brücke innerhalb von 2 bis 3 Minuten gestartet werden. K1 AVLB. Der K1 AVLB ist ein kampfgesteuertes Fahrzeug, das zum Abschuss, Transport und Einholen von Angriffsbrücken entwickelt wurde. Es wurde von Rotem und Vickers Defense Systems, jetzt BAE Systems, entwickelt, um die operativen Anforderungen der südkoreanischen Armee zu erfüllen. Dieses technische Kampffahrzeug basiert auf einem modifizierten K1-Kampfpanzergestell, bei dem der Turm entfernt und durch ein Brückensystem ersetzt wurde. Dieses Pionier-Kampffahrzeug ist mit einer Scherenbrücke der Klasse MLC-66 ausgerüstet. Die Brücke hat eine Länge von 22 Metern und kann eine Lücke von bis zu 20,5 Metern überbrücken. Die Brücke hat eine Nutzlastkapazität von 66 Tonnen und kann von militärischen Rad- oder Kettenfahrzeugen überquert werden. IFA. Die IFA ist ein amphibisches Überbrückungs- und Fährsystem, das dazu dient, Panzer und andere militärische Fahrzeuge über Wasserhindernisse zu transportieren. Dieses amphibische System kann als Fähre oder als Brücke verwendet werden, wenn es in Serie eingesetzt wird. Es wurde von der CEFA entwickelt, um das frühere Gilois-System im Dienst der französischen Armee zu ersetzen. Während der Fahrt auf der Straße werden Rampen oben auf das Fahrzeug geklappt. Vor dem Eintritt ins Wasser fährt die IFA auf jeder Seite Klappen aus und die Schwimmer werden durch einen Kompressor aufgeblasen. Bei Verwendung als Fähre hat sie eine Nutzlastkapazität von 70 Tonnen. In Verbindung mit anderen IFA als schwimmende Brücke hat eine Einheit eine Spannweite von 23,6 Metern. Vier Einheiten können in weniger als 10 Minuten zu einer 100 Meter langen Brücke zusammengekoppelt werden. M60 AVLB. Die M60 AVLB, Armored Vehicle Launched Bridge, wurde 1987 eingeführt. Es wurde entwickelt, um Brücken für Panzer und andere Radkampffahrzeuge unter Kampfbedingungen über Gräben und Wasserhindernisse hinweg abzuschießen. Es ist bei der US Army und den US Marines im Einsatz. Das Fahrgestell des M60 AVLB ist fast identisch mit dem des Kampfpanzers M60 A1, obwohl der Turm entfernt und durch ein Brückenabschusssystem ersetzt wurde. Die Scherenbrücke wiegt über 13.000 Kilogramm und ist aus Aluminium gefertigt. Sie hat eine Länge von 19 Metern und kann eine Lücke von bis zu 18 Metern überbrücken. Eine eingesetzte Brücke ist in der Lage, Rad- und Kettenfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 Tonnen zu tragen. Samur.
Die Samur-Amphibien-Plattform wurde von der türkischen FNSS-Gesellschaft entwickelt, um den Anforderungen des türkischen Militärs gerecht zu werden. Es handelt sich um ein militärisches Brücken- und Fährsystem, mit dem Panzer und andere Fahrzeuge über Wasserhindernisse befördert werden können. Es basiert auf dem gepanzerten Mannschaftstransportwagen-Fahrgestell FNS Pars 8X8. Auf Straßen bewegt sich der Samur auf 8 Rädern. Wenn er schwimmt, werden die Räder in den Rumpf eingezogen, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Geschwindigkeit der Amphibien zu erhöhen. Ein einzelnes Rig hat eine Nutzlastkapazität von 21 Tonnen für Kettenfahrzeuge. Mehrere Samur-Rigs können zu einer größeren Fähre oder einer schwimmenden Brücke verbunden werden. Eine typische amphibische Brückeneinheit enthält 12 Samur-Rigs. Alle diese Bohrinseln können zu einer schwimmenden Brücke mit einer maximalen Länge von 150 Metern zusammengekoppelt werden. Leguan. Der Leguan-Brückenbelag ist eine von Ketten und Radfahrzeugen gestartete Sturmbrücke zum Überqueren von Hindernissen und kleinen Wasserläufen, die von KMW zunächst für das deutsche Heer entworfen und entwickelt wurde. Das Leguan-Brückenschichtsystem ist so konzipiert, dass es nach Bedarf in verschiedene Formen konfiguriert werden kann. Es kann entweder als zwei 26 Meter lange Brücken mit einer maximalen Breite von 40 Metern oder als zwei 14 Meter lange Brücken konfiguriert werden, um eine maximale Breite von 20 Metern zu erreichen. Das vollautomatische Verlegesystem an Bord des Leguan ermöglicht es dem Bediener, die 14 Meter lange Brücke innerhalb von 5 Minuten und die 26 Meter lange Brücke in 6 Minuten zu verlegen. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche der Brücken euch am besten gefallen haben. Klickt auf die Schaltfläche Gefällt mir und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.